Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Video-Tutorial zum Quiz- und Gewinnspiel-CMS, was wir entwickelt haben. Möchte euch heute einfach zeigen, was wir entwickelt haben, warum und wie wir es entwickelt haben und wie das Ganze funktioniert. Wir sehen hier unseren Admin-Bereich, das Backend, in dem wir uns einloggen können. Und das mache ich jetzt mal ganz kurz. Und dann kommen wir schon in die Quizübersicht. Da ist jetzt natürlich nur ein Demo-Quiz drin, aber da werden alle Quizze zu sehen sein, die ihr dann in diesem Backend angelegt habt. Kurz zur Navigation. Wir haben hier oben Quiz, wo wir in die Übersicht können oder eben ein neues erstellen. Dasselbe für Benutzer oder für Gruppen. Benutzer und Gruppen deshalb, weil wir uns damit eine Benutzermatrix zusammenklicken können, falls wir mehrere Redakteure an diesem Quizsystem arbeiten haben. Wir können hier auch eine Sprache wählen fürs Backend, Deutsch oder Englisch, und wir können uns hier auch wieder abmelden. In der Quizübersicht können wir ein Quiz deaktivieren oder auch aktivieren. Wir sehen so ein paar Daten wie Erstellungsdatum und die Laufzeit, die Sprache und haben hier einen Link auf die Quizvorschau. Dazu aber später mehr. Und hier haben wir unsere Quick Icons. Mit dem hier, mit dem grünen, können wir in den Bearbeiten-Modus gehen und können jedes Quiz auch nachträglich noch entweder um Fragen und Antworten erweitern oder eben andere Details ändern. Also jedes Quiz ist zu jeder Zeit editierbar. Wir sehen hier die Basisdaten. Die E-Mail-Adresse bezieht sich auf den Benutzer-Account, der für das Quiz verantwortlich ist. Wir sehen hier die Sprache, also ich kann das Quiz auch in Englisch ausliefern. Hier sehen wir den Quiz-Titel, da dürfen wir kein HTML reinpacken. Hier sehen wir einen kleinen Teaser und hier eine Beschreibung, was man gewinnen kann in dem Fall, das Ganze so ein bisschen zu incentivieren. Und dann sehen wir Breite und Höhe des Iframes bzw. des Widgets nachher. Wir können das Quiz auch auf eine Domain oder auf mehrere Domains limitieren. Wenn wir es freilassen, läuft es überall. Hier haben wir eine Kalenderfunktion, in der die Laufzeit definiert wird. Hier können wir einen Footerlink unter das Widget basteln, einfach eine URL eingeben und hier hinten den Anchor-Text. Hier können wir bestätigen, ob das Quiz geteilt werden soll oder nicht. Das ist die Absender-E-Mail-Adresse für die Opt-in-Mails, die nachher bei Gewinnspielteilnahme nach dem Quiz eben von den Usern erhalten und dann bestätigt werden sollten. Das ist der Betreff der E-Mail. Wir können noch einen Datenschutz- und einen AGB-Link unter das Widget packen, wo wir den Rechtsweg für das Quiz bzw. das Gewinnspiel ausschließen zum Beispiel. Und hier können wir noch einen Tracking-Code einfügen, um das Ganze ein bisschen besser zu verfolgen. Dann sehen wir auch direkt die Fragen. Wir haben hier mal eine Beispielfrage angelegt und die auch ausgefüllt. Hier kommt die Frage rein. Hier können wir innerhalb einer Frage den User zum Beispiel in unseren Content reinziehen und ihn darauf aufmerksam machen, dass die Lösung dieser Frage in diesem Content zu finden ist. Dann haben wir hier noch die Antwortbox. Das heißt, wenn der User eine Frage beantwortet hat, kommt er auf eine Zwischenseite, wo er sieht, ob es richtig oder falsch war und wo ihm noch ein bisschen was erklärt wird. Hier sehen wir die Zeit in Sekunden, die der User für diese eine Frage zur Verfügung hat und darunter die Antworten. Wir können beliebig viele Antworten hinzufügen, wenn wir wollen, und die richtige markieren wir hier vorne mit einem Radio-Button. Damit weiß das System, ob der User richtig oder falsch geantwortet hat. Hier haben wir noch eine zweite Frage dazu gebastelt, um das nachher besser veranschaulichen zu können. Genau gleich wieder aufgebaut. Und wenn wir noch eine dritte, vierte oder 20. Frage wollen würden, könnten wir hier welche dazufügen. Und wenn wir fertig sind mit Bearbeiten, dann klicken wir einfach auf Speichern. So, wir wechseln wieder in die Übersicht. Wir haben hier noch eine tolle Statistik. Wenn wir uns die anzeigen lassen, sehen wir so ein paar Kennzahlen. Das heißt, wir sehen hier am 12.11. haben es 4 angefangen und einer beendet und keiner geshared. Und am 17.09. haben es 2 angefangen, einer beendet und einer geshared. Das sind jetzt natürlich niedrige Werte. Das liegt aber daran, dass wir uns in der Demo-Version befinden. Wir können hier in der Statistik auch noch andere Sachen filtern, zum Beispiel die Herkunft, Durchschnittszeit, Clickouts aus den Fragen, Shares, begonnen versus beendet oder eben Devices, mit denen auf dieses Quiz zugegriffen wurde. So, zurück in die Übersicht. Wir haben hier noch die Möglichkeit, uns eine Gewinnerliste rauszulassen und die dann zu suchen und zu finden, die die meisten Punkte haben.
Wir haben eine gesamte Teilnehmerliste, die wir auch als CSV exportieren können. Alle, die Doppel Opt-in bestätigt haben, sind dort auch entsprechend gekennzeichnet, sodass wir die später eben weiterverwenden können und diese Adressdatenbank zum Beispiel in Mailchimp importieren und von dort aus ein bisschen E-Mail-Marketing zu machen mit den Datensätzen. Das ist so ein bisschen das Kernstück. Unser Embed-Code bzw. unser Quiz-Widget-Code ist relativ einfach. Sobald das Quiz hier erstellt und gespeichert wurde, kann man sich diesen Code immer wieder aufrufen und mit einem kleinen Div-Container und einem JavaScript-Loader, entweder synchron oder asynchron, kann man sich das Quiz dann auch in die eigene Seite per Copy and Paste integrieren. Also es ist sehr, sehr einfach. Und gleiches gilt auch für die Highscore-Liste. Ja, und dann zu guter Letzt natürlich noch einen Löschen-Button. So, aber jetzt gehen wir nochmal in die Vorschau. Das ist jetzt dieses Intro, was wir vorher gesehen haben, der Quiz-Titel, kleiner Teaser, Beschreibung von der ganzen Geschichte, um die Leute natürlich anzuregen, dieses Quiz überhaupt zu starten. Wenn ich starte, komme ich auf die erste Frage und sehe hier oben, da läuft schon die Zeit. Je schneller ich bin, desto mehr Punkte kann ich sammeln. Und ich klicke jetzt hier das Widget an und das war richtig. Und hier unten habe ich noch meine Erklärung. Die kann natürlich gerne umfangreicher sein, die kann auch bebildert werden, je nachdem, was für ein Thema man mit dem Quiz eben behandelt. Wir gehen weiter und kommen auf die zweite Frage. Hier läuft schon wieder die Zeit, hier haben wir etwas mehr Zeit. Ich klicke jetzt einfach mal auf die Frage 2 und auf die Antwort 2 und die war richtig. Das heißt, ich habe schon wieder Punkte gesammelt. Und jetzt komme ich auf die Abschlussseite und sehe meinen aktuellen Highscore. 173 Punkte in 17 Sekunden. Und ich kriege gleich die Info, dass ich die beim nächsten Schritt nochmal verbessern kann. Wenn ich jetzt nämlich hier draufklicke und jetzt kommt der virale Part von der ganzen Geschichte. Die User haben jetzt die Möglichkeit, extra Punkte zu sammeln und ihre Gewinnchancen zu erhöhen, indem sie das bei Facebook, Twitter und Google Plus teilen. Machen wir jetzt an der Stelle nicht, weil auch das Demo-Quiz an der Stelle scharf geschaltet ist und ich will ja keinen Quatsch teilen. Gehen wir mal weiter und jetzt wird Name, Telefonnummer und E-Mail abgefragt. Telefonnummer ist optional und der User kann auch festlegen, ob er in der Highscore-Liste stehen will oder nicht. Wenn er das nicht antickert, dann wird er eben geblurrt. Ich gebe hier jetzt mal ein bisschen was ein, damit wir das gleich sehen, was da passiert. Und zack, kriege ich eine Dankesmeldung. Wir haben dir eine E-Mail gesendet. Bitte klicke den enthaltenen Link zur Bestätigung an. Dort wird dein aktueller Platz in der Highscore-Liste angezeigt. Ja, die Mail ist jetzt unterwegs. Jetzt muss ich eigentlich nur noch in meinen Mail-Account die abrufen und den Bestätigungslink anklicken und dann bin ich schon in der Highscore-Liste. Als Benutzer. Als Publisher von dem Quiz ist es natürlich super, weil jetzt habe ich dann einen neuen Datensatz in meiner Datenbank. Mit Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse und kann den auch nach dem Quiz später eben verwenden, zum Beispiel für E-Mail-Marketing. Dazu gibt es noch eine Highscore-Liste, die ist jetzt hier einfach in einem Tab-Menü eingebunden, aber die gibt es eben auch als Widget-Container. Die kann man sich an jede beliebige Stelle auf der eigenen Webseite packen, wenn man so ein Quiz einbindet, kann die unter das Quiz direkt packen oder dann eben sogar eine separate Landingpage bauen.